Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Weinheim. Viele Menschen und Vereine haben gute Ideen, wie sie das Leben für sich und andere noch besser gestalten können. Was oft fehlt, sind die nötigen finanziellen Mittel, um diese Pläne zu verwirklichen. Aus diesem Grund hat die Volksbank Weinheim das Konzept Mitgliedschaft mit Herz entwickelt, in dem in diesem Jahr stolze 32.516 Euro an Vereine vergeben wurden. Das Geld kommt aus verschiedenen Kanälen. Zum einen kommt es aus der Mitgliedschaft mit Herz. In der Mitgliedschaft mit Herz geben Mitglieder statt Dividende eine Spende. Man kann sich darauf bewerben, um diese Mitgliedschaft mit Herz, um diese Spenden. Aber unser Antritt ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Und gleichzeitig gibt es dann die Möglichkeit, über so eine gewisse Crowdfunding-Plattform zusätzlich von Eltern oder Vereinsmitgliedern Spenden einzuwerben. Auch genau das ist passiert. Das heißt, ein Teil dieser 32.516 kommt von den Mitgliedern der Volksbank Weinheim. Ein anderer Teil wurde wiederum eingesammelt über diese Plattform von Eltern, Vereinsmitgliedern oder anderen Sponsoren, die dahinter stehen. 16 Projekte mit ganz unterschiedlichen Anforderungen hatten sich beworben und jeder hoffte natürlich, dass seine Idee die nötige Unterstützung findet. Zwei Trockentauchanzüge, die wir im Rahmen unserer Arbeit des Wasserrettungsdienstes dringend brauchen. Im Tanzen ist es üblich, dass man sich in einen schicken Fummel wirft, sowohl Herren als auch Damen, und dann eben damit die Choreografie vertanzt. Eine Förderung erhielten 10 Projekte. So gab es 2.000 Euro für den Tischtennisclub Weinheim und seine Jugendarbeit. 2.129 Euro gab es für das Projekt des KSV Sulzbach im Bereich Gewaltprävention. Und 5.157 Euro gingen an die Tigers für ihr Tanzoutfit, mit dem sie jetzt Weinheim in der zweiten Bundesliga ausgesprochen attraktiv repräsentieren können. Ja, wir tanzen regulär 5 Turniere jedes Jahr und in manchen Ligen kommt dann noch ein Aufstiegsturnier dazu. Sind wir jetzt in die zweite Bundesliga aufgestiegen vor 2 Jahren, da waren es einmal 6 Turniere. Regulär sind es 5 Turniere und dann kann man zur Vorbereitung beispielsweise noch Turniere in Österreich oder so weiter tanzen, um fit zu werden. Weitere Spendenempfänger waren die Grundschule Lützelsachsen, die 2.230 Euro für eine Outdoor-Kletterwand erhielt, um die Bewegungsmöglichkeiten der Grundschüler zu erhöhen. Und über 4.801 Euro freute sich die DLRG Heddesheim, die mit dem Geld Trockentauchanzüge anschafft, um jetzt noch besser Menschen in Not helfen zu können. Gerade in kontaminiertem Gewässer, wo man mit Vollschutz rein muss, damit man eben nicht mit irgendwelchem Dreck in einem Hafen in Berührung kommt und bei extremer Kälte, weil man eben komplett trocken ins Wasser geht und nicht frieren muss auf längeren Einsätzen. Über finanzielle Unterstützung freute sich ebenfalls der TV Grün-Weiß Weinheim und der BUND Weinheim für ihre Projekte. Und alle Teilnehmer waren glücklich über die Zuwendungen. Also wir finden das eine super Sache. Das ist dringend benötigtes Geld, das wir einfach auch brauchen. Und wir finden es super, dass sich auch die Mitglieder dazu verpflichtet haben oder dass sie beschlossen haben, einfach auf ihre Dividende zu verzichten und einfach zu sagen, nein, wir wollen damit einfach was Gutes tun. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, klasse Sache. Wir hoffen, dass sich das Projekt Mitgliedschaft mit Herz weiter verbreitet und die Volksbank Weinheim mit diesem sozialen Engagement Vorbildfunktion hat. Ja, damit sind wir absolut Vorbildfunktion. Das ist richtig. Wir haben das vor 2 Jahren in einem Wettbewerb entwickelt. 2 Mitarbeiter unseres Hauses federführend, die es gemacht haben. Und wir sind mittlerweile bundesweit dabei, es auszurollen. Das heißt, andere Volks- und Raiffeisenbanken können ja dieses Thema von uns beziehen, können das ganze Konzept, was dahinter ist, beziehen. Das ist einzigartig in Deutschland, was wir da entwickelt haben. Die nächste Bewerbungsphase beginnt im September und die Volksbank Weinheim Stiftung und alle Mitglieder mit Herz freuen sich schon auf spannende Einreichungen.